Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, Platz zu nehmen und hebe die Sitzungsunterbrechung auf. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend Opel und die weitere Entwicklung der hessischen Automobilindustrie, Drucksache 19/4566. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist wohl der Fall. Und dann kann dieser Antrag Tagesordnungspunkt 57 werden und nach Tagesordnungspunkt 47 aufgerufen und ohne Aussprache abgestimmt werden. Ich sehe Kopfnicken, dann ist das so. Außerdem haben wir noch einen Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Hessen bietet Beschäftigten weiterhin gute Arbeitsbedingungen, Drucksache 19/4567. Auch hier ist der Antrag dringlich. Dann wird dieser Tagesordnungspunkt 58 und kann zusammen mit Tagesordnungspunkt 14 aufgerufen werden. Und zum Dritten ist eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Sicherung der Arbeitsplätze bei Opel ist für die hessische Wirtschaft von zentraler Bedeutung. Unternehmen benötigt zukunftsfeste Perspektiven, Drucksache 19/4568. Auch hier. Das steht hier nicht, ist aber richtig. Die 19/4568 ist nicht nur von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, sondern auch von der SPD. Dann nehmen wir das noch zu Protokoll. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann wird dieser Antrag Tagesordnungspunkt 59 und kann dann ebenfalls nach Tagesordnungspunkt 47 aufgerufen und ohne Aussprache abgestimmt werden. So, dann haben wir die Formalitäten erledigt, und wir können wieder mit der Tagesordnung weitermachen. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 20, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend gute Arbeit in hessischen Krankenhäusern. Drucksache 19/4527, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Und als Erste spricht Kollegin Schott für die Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich hoffe, Sie hatten eine gute Mittagspause, konnten etwas zu essen zu sich nehmen und sich ein bisschen erholen für den zweiten Teil dieses Tages heute. Dann geht es Ihnen besser als vielen Beschäftigten in den Kliniken. Denn die Hälfte aller Beschäftigten klagt darüber, dass sie keine Zeit haben, ihre Pausen zu machen. Und um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen, hat Verdi eine bundesweite Aktion gestartet, die da heißt, hast du heute schon deine Pause genommen? Und es gibt immer mehr Menschen, die sich in den Kliniken, aus den Kliniken heraus an solchen Aktionen beteiligen. Sie haben von der Charité gelernt, aber auch vom Saarland. In Darmstadt sind die Kolleginnen und Kollegen auf den Stationen unterwegs gewesen und haben nachgefragt, wie viele Personen in der letzten Zeit ihre Pausen nehmen konnten. Und ein Arzt hat null angekreuzt. Die Pflegerin sagt, dass sie selbst zwar ihr Brötchen essen kann, aber niemals die Station verlässt, weil dafür ist überhaupt keine Zeit. Bei Vitos sind die Kolleginnen vor die Klinik gegangen und haben ihre Situation auf einen riesigen Überstundenberg aufmerksam gemacht. In Frankfurt gab es Musik und Äpfel vor der Uniklinik für die engagierten Klinikmitarbeiterinnen. Es gibt aber auch noch einen zweiten Grund für unseren Antrag Gute Arbeit in hessischen Krankenhäusern, den wir heute vorgelegt haben. Gerade wenn demnächst wieder einer der 365 Frauentage im Jahr stattfindet, sollten wir unsere Aufmerksamkeit ganz besonders auf die Arbeitsbedingungen in den Branchen richten, in denen besonders Frauen ihren Lebensunterhalt verdienen. Wenn Frauenbeschäftigung in der Branche überproportional ist, verhalten sich Arbeitsbedingungen und Einkommen dazu umgekehrt proportional. Weniger dramatisch ist es in den Verwaltungen, aber im Einzelhandel, in den sozialen Berufen, im Reinigungsgewerbe, in der Produktion von Textilien, wenn wir uns dies weltweit anschauen. In der industriell geprägten Landwirtschaft, hier finden wir gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen, niedrige Löhne, hohen Arbeitsdruck, geringe gesellschaftliche Anerkennung. Immerhin hat der Landtag im letzten Jahr den Willen bekräftigt, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung zu fördern und bestehende Hindernisse und Nachteile zu beseitigen.
Heute kann die Landesregierung zeigen, ob sie bereit ist, die Arbeitssituation von den 70% weiblichen Beschäftigten in den Krankenhäusern zu verbessern. Und selbstverständlich werden die männlichen Mitarbeiter dabei mitgenommen. Sehr geehrte Damen und Herren, es scheint ziemlich viele Notfälle in der Uniklinik Frankfurt zu geben. Anders können wir uns die Antworten des Wissenschaftsministers auf unseren dringlichen Berichtsantrag in der letzten Woche nicht erklären. Die Zahl der Überstunden, die er nannte, fallen bereits in einer einzelnen Station an. Die 57 nicht realisierten Pausen in 2016 reklamieren bereits einzelne Beschäftigte jeweils für sich. Bei den Überstunden, den nicht genommenen Pausen, werden Notfälle gar nicht mitgezählt. Ich möchte aber den § 4 zitieren, da ich den Eindruck habe, dass das Arbeitszeitgesetz nicht mehr allen präsent ist und ständig verletzt wird. Die Arbeit ist durch im Voraus festgesetzte Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 bis 9 Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 9 Stunden insgesamt zu unterbrechen. Länger als 6 Stunden hintereinander dürfen Arbeitnehmer nicht ohne Ruhepausen beschäftigt werden. Und Pause ist Pause und eben nicht, wenn man mal nebenbei ein Brötchen isst. Natürlich kann man aus den Zeiterfassungsprogrammen herauslesen, wie oft die Arbeitszeit länger als 10 Stunden gedauert hat. Das muss man aber wollen. Bezeichnend ist, dass die Uniklinik Frankfurt in den letzten 2 Jahren von der Aufsichtsbehörde im Regierungspräsidium nicht kontrolliert wurde, während andere Kliniken häufiger Besuch bekommen. Diese Kontrollen sind auch notwendig, um die Arbeitszeit in den Kliniken nicht ausufern zu lassen. Es sind bedenkliche Entwicklungen, wenn die Beschäftigten schon keine Überlastungsanzeigen mehr schreiben, weil dieser Vorgang so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass er ihnen noch mehr bei der Arbeit fehlt und sie es lassen, weil es keinen Erfolg zeigt. Es ist bezeichnend, wenn die Gewerkschaftsgruppen in den Kliniken darüber informieren, dass die normale Besetzung im Tagschicht inzwischen dem Standard des Wochenenddienstes entspricht oder dass in einigen Kliniken die Auszubildenden als Springer auf den Stationen eingesetzt werden. Das gilt auch für alle Krankenhäuser, wobei private Kliniken noch mehr Personal einsparen als die öffentlich-rechtlichen und die gemeinnützigen. Bekannt ist die Misere schon lange. Nicht ohne Grund hat die Landesregierung in 2014 ein Gutachten zur Situation der Pflege in hessischen Akutkrankenhäusern in Auftrag gegeben. Und ich fürchte manchmal, Sie haben es schon bereut, aber man kann es auch gut in die Schublade tun oder liegen lassen. Das jedenfalls, was Sie damit machen. Sie konnten diesem Gutachten nämlich entnehmen, dass die Arbeitssituation der Pflege auf den Stationen entscheidend durch das Phänomen der nicht mehr kompensierbaren Arbeitsspitzen geprägt ist. Das Phänomen beschreibt, dass es auf den Stationen aus verschiedenen Gründen wiederholt zu kurzfristigem erhöhten Arbeitsanfall kommt, der durch das vorhandene Personal nicht ausreichend ausgeglichen und bewältigt werden kann. Da diese Arbeitsspitzen mit mehr Personal gelöst werden, müssen die Pflegekräfte, aber auch andere Beschäftigungen in den Kliniken Einschränkungen ihrer Tätigkeit nachnehmen. Von den 22 Pflegetätigkeiten, die im letzten Dienst nötig gewesen wären, aber aus Zeitmangel nicht durchgeführt werden konnten, geben die Pflegekräfte an, zu 78% die Zuwendung versäumt zu haben, die die Patienten haben sollen, gefolgt von ausreichender Beobachtung verwirrter Patientinnen und Patienten mit 57%. Beratung und Mobilisierung von Patientinnen und Patienten, was wichtig ist, besonders nach OPs oder Brüchen, und die Gespräche mit Angehörigen sind zu 50% vernachlässigt worden. Die Pflegekräfte machen in der qualitativen Studie ihre Unzufriedenheit und Frustration mit der beruflichen Situation zu über 60% deutlich, dass sie den körperlichen Anforderungen bzw. zu fast 50%, dass sie mit den psychischen Anforderungen sehr oder eher unzufrieden sind. Das heißt, sie werden körperlich und psychisch verschlissen und arbeiten deutlich zu viel und machen ihre Arbeit nach ihrem eigenen Gefühl nicht mehr so, wie sie es machen müssten. Es gibt aber durchaus Lösungen. Der aktuelle Zustand des Gesundheitswesens ist kein alternativloser Zustand. Er bedarf dringend der Änderung. Es geht um die Gesundheit der Beschäftigten. Es geht aber um unser aller Gesundheit. Wenn man selbst oder ein Angehöriger mal eine stationäre Versorgung bedürfen, wollen wir, dass die gut ist.
Da wollen wir keine multiresistenten Keime einfangen, weil die Beschäftigten keine Zeit für die Hand- oder Betthygiene hatten. Da wollen wir persönliche und individuelle Zuwendung haben, und nicht nur, wenn wir privat versichert sind. Da wollen wir nicht in die Situation kommen, um selbst um die verwirrte Bettnachbarin kümmern zu müssen, weil das Pflegepersonal keine Zeit hat. Das will der Patient und die Patientin, das wollen aber auch die Beschäftigten in den Kliniken. Und ich denke, hier ausnahmsweise für alle im Haus sprechen zu dürfen, wenn ich mich bei den Beschäftigten in den hessischen Kliniken für ihre engagierte Arbeit, ihren hohen Einsatz und ihr Engagement ganz herzlich bedanke. Ja, für die Regierungsfraktionen spreche ich da scheinbar doch nicht. Ein bisschen Beifall wäre nicht schlecht gewesen an der Stelle. Aber wenn Sie den Klinikbeschäftigten so Ihr Dank ausdrücken wollen, finde ich das gut. Es gibt Lösungen. Durchaus ist Personalbemessung in den Kliniken ein gangbarer Weg für eine bessere Ausstattung in der Pflege, der Hygiene, der Technik, des ärztlichen Dienstes und der Verwaltung. Wissen Sie, was Connecticut, Kalifornien, New York, Texas, Queensland, Tasmania, Japan, Südkorea, Taiwan und Belgien gemeinsam haben? Sie und einige mehr haben alle Vorgaben zur Mindestbesetzung nach dem Zahlenverhältnis Pflegefachpersonal zu Patientinnen und Patienten gemacht. Es kann so falsch also nicht sein, es zu tun, und so unmöglich auch nicht. Die Wissenschaftler der Studie Nurse-to-Patient-Ratio betonen, dass Deutschland dabei hinterherhinkt. Die internationale Pflegevergleichsstudie R-in-Forecast aus dem Jahre 2012 hat festgestellt, dass in den USA durchschnittlich 5,3 Patienten auf eine Pflegefachkraft kommen, in den Niederlanden 7, in Schweden 7,7, in der Schweiz 7,9 und in Deutschland sind es 13. Das heißt, wir haben hier wirklich deutlich, sehr deutlich schlechtere Verhältnisse. Aber doch, seit Anfang des Jahres gibt es in Deutschland auch eine Personalbemessung, und zwar in der Neonatologie der Frühchenstation. Hier hat der gemeinsame Bundesausschuss das Verhältnis 1:1 festgelegt, allerdings ohne sich vorher einmal ordentlich Gedanken darüber zu machen, wo man das Personal herkommt, weil das muss man nämlich dann auch bedenken, und auch dafür muss man Sorge tragen. Also werfen Sie mir nicht vor, ich fordere hier Dinge, die nicht zu realisieren sind. Man muss an der Stelle dann tatsächlich auch vorher hingucken, dass man genügend Menschen qualifiziert. Aber dafür müssen auch Rahmenbedingungen im Beruf so sein, dass die Menschen dahin wollen. Es wird vermutlich bis Ende 2018 Übergangslösungen in den Kliniken geben müssen. Anders wird man das Problem nicht lösen können. Aber man kann ja in dieser Beziehung insgesamt mit Übergangslösungen arbeiten und dafür Sorge tragen, dass der Beruf attraktiver wird. Es ist also nicht so ausgeschlossen, dass auch in Deutschland in dieser Frage noch Aufholpotenzial besteht. Immerhin wurde Kollegin Schürz, Sie müssen zum Schluss kommen. Bei der Charité ein Haustarifvertrag gemacht. Im Saarland wird im Moment daran gearbeitet. Ich denke, es ist höchste Zeit. Die Beschäftigten und die Patientinnen und Patienten in Hessen haben verdient, dass wir eine gute Versorgung in den Krankenhäusern haben, dass sich Menschen nicht an der Gesundheit anderer krank arbeiten und dass es vernünftige Arbeitsbedingungen gibt. Und wir können hier für den Rahmen sorgen. Tun wir das bitte auch. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Bartelt, CDU-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Antrag der Fraktion DIE LINKE zeigt eine völlig verzerrte Wahrnehmung. Er verunsichert Patienten, demotiviert Personal und ist wirklich kein Beitrag, der Krankenhäuser weiterführt. Und dass ausgerechnet eine Abgeordnete der LINKEN uns das System der USA zum Vorbild macht, wo ein Siebtel der Bevölkerung gar keine medizinische Versorgung hat, das müssten Sie mir jetzt noch einmal erklären. Ist das vielleicht auch irgendein Trump-Effekt, der bei Ihnen jetzt eingeschlagen ist, aufgrund der engen Verbindung zu Putin? Also, ich weiß nicht, wie Sie uns das erklären wollen. Meine Damen und Herren, es wird der Eindruck erweckt, das Land wird der Aufgabe, in die Krankenhäuser zu investieren, nicht ausreichend gerecht. Und deshalb müssen Mittel der Krankenkassen dafür verwendet werden, und da fehlt es am Personal. Das ist ja Ihre Argumentation. Ja, aber das ist eben falsch. Der Vergleich der Bundesländer ist ein Maß, dies zu klären.
Hier nimmt Hessen eine deutlich überdurchschnittliche Position ein. Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft ist die Investitionsquote in Hessen 4,2 %, im Bundesdurchschnitt 3,5 %. Förderung pro Bett in Hessen 8.240 €, im Bundesdurchschnitt 6.220 €, NRW abgeschlagen 4.410 €. Eine weitere Vergleichszahl: Förderung pro Einwohner in die Krankenhäuser. Hessen 37 €, Deutschland 32 €, NRW weiter hinter 28 €. Die Zahlen wurden von der Krankenhausgesellschaft im August 2015 publiziert und beziehen sich auf die Bilanzen ein Jahr zuvor. Auch eine Langzeitbeobachtung lohnt sich. Sie hat den Vorteil, einen parteipolitischen Streit zu vermeiden. Zwischen 1991 und 2013 investierte Hessen durchschnittlich jährlich 170 Millionen €, NRW 107 Millionen €. Unser Gesundheitsminister Grüttner hat in Zusammenarbeit mit dem Finanzminister in den letzten Jahren wirklich Akzente in die Krankenhausfinanzierung gesetzt. Im Landeskonjunkturprogramm nach der Wirtschaftskrise 2008/2009 wurden 100 Millionen € zusätzlich für 34 Kliniken zur Verfügung gestellt. Im Kommunalen Investitionsprogramm vor zwei Jahren 77 Millionen € zusätzlich für die Kliniken, die länger auf eine Einzelförderung gewartet haben, bevor auf die Pauschalförderung umgestellt wurde. Weiterhin standen in den letzten Jahren Darlehen der WIBank Hessen von 150 Millionen € zur Verfügung. Hessen kann sich im Vergleich mit anderen Bundesländern sehen lassen. Und das findet auf den Jahrestagungen der Hessischen Krankenhausgesellschaft auch stets Anerkennung. Meine Damen und Herren, im Antrag der LINKEN wird die Honorarabrechnung durch die DRGs als Teufelswerk dargestellt. Bis 2003 erhielten die Kliniken pro Tag für jeden Patienten eine Tagespauschale. Dies setzte Fehlanreize für lange Liegezeiten. Vor operativen Wahleingriffen lag der Patient erst einmal eine Woche im Krankenhaus. Eine Entlassung eines Patienten am Freitag führte stets zu einer Vorlage des Assistenzarztes beim Chefarzt am folgenden Montag. Die Einführung der DRGs war dem Grunde nach richtig. Die Umstellung erfolgte übrigens durch ein Bundesgesetz zu einem Zeitpunkt, als die Union gar nicht an der Regierung beteiligt war. Nicht richtig war dagegen die jährliche Anpassung der Honorierung an der Orientierung der allgemeinen Lebenshaltungskosten. Die Ausgaben eines Krankenhauses sind im Durchschnitt zu 60 % Personalkosten. Die Tariferhöhungen lagen stets über der Inflationsrate. Daher eröffnete sich eine Schere zwischen der Steigerung der Ausgaben und der Anpassung der Fallpauschalen. Dieser Anpassungsmechanismus wurde vor drei Jahren verändert. Die Entwicklung der Personalkosten werden stärker berücksichtigt. Damit ist ein Erfolg erreicht, an dem unser Gesundheitsminister durch sein Engagement in der Bund-Länder-Kommission erheblich mitwirkte. Die Fallpauschalen, berechnet durch Landesbasiswert und DRG, ist ein lernendes System. Sie müssen unter Berücksichtigung von medizinischem Fortschritt, Alterung der Gesellschaft immer angepasst werden. Und das wäre ein konstruktiver Beitrag im Sinne der Krankenhäuser. Im Antrag der LINKEN wird populistisch suggeriert, und Sie haben das eben in Ihrer Rede wieder hier dargelegt, Frau Schott, das Land könne durch ein Gesetz Personalmindeststandard Engpässe in der Pflege beheben. Diese Diskussion haben wir mehrfach bereits im Landtag diskutiert. Das war eines der Hauptthemen meines sehr geschätzten Kollegen Spies. Daher zusammengefasst die wesentlichen Feststellungen. Es gibt kein einziges Landesgesetz, welches Kliniken Personalschlüssel vorschreibt. Es würde die Kliniken einschränken, fachliche Schwerpunkte zu setzen. Kleinere Kliniken, die den Personalschlüssel nicht erfüllen würden, wären vor der Schließung bedroht. Zumindest für Kliniken in kommunaler Trägerschaft würde das Konnexitätsprinzip Anwendung finden.
Das wäre dann eine Abkehr von der dualen Krankenhausfinanzierung, Gebäude und Großgeräte durch die Länder, Kosten der Patientenversorgung durch die Krankenkassen. Und Personalschlüssel können sehr wohl durch Tarifverträge geregelt werden. Sie haben völlig zu Recht erwähnt, Frau Schott, die Berliner Charité und Verdi schlossen 2016 einen Tarifvertrag ab, in dem Personalschlüssel für Intensiv-, Kinder- und Allgemeinstation festgelegt wurden. Ich finde diesen Weg durchaus überlegenswert. Es ist eine Analogie der Diskussion zur Lohnfindung in den unteren Bereichen. Wir sind sehr dafür, dass etwas geregelt wird, aber es muss nicht der Staat machen. Das ist eine klassische Aufgabe der Tarifpartner. Meine Damen und Herren, wir brauchen nicht Ihren Antrag. Die Landesregierung setzt Prioritäten in der Anerkennung der Pflege, Stärkung der Pflegeausbildung, Motivation für den Pflegeberuf. Das sind die Anliegen der Regierungsfraktion und der Landesregierung. Meine Damen und Herren, in einem letzten Punkt des Antrags der LINKEN wird auf die Verantwortung des Landes gegenüber den Universitätskliniken verwiesen. Sie haben das in Ihrer Rede auch gemacht. Die Redezeit ist nun leider nicht ausreichend, das finanzielle Engagement Hessens vollständig zu beschreiben. Deshalb nur stichpunktartig die Investitionen allein in den Universitätskliniken Frankfurt am Main. Im Rahmen des Programms Heureka, erster Bauabschnitt Hauptgebäude, 365 Millionen €, 2002 begonnen, bereits fertiggestellt. Zweiter Bauabschnitt, 232 Millionen €, 2013 begonnen. Hier entsteht das Kopfzentrum für die Fächer HNO, Neurologie, Neurochirurgie, Augenheilkunde und Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. 40 Millionen € für die Mensa und ein Wirtschaftsgebäude, 10 Millionen € für das Hörsaalgebäude Audimax, 33 Millionen € für ein Forschungszentrum, 16 Millionen € für das pädiatrische Zentrum. Insgesamt werden von 2002 bis 2020 745 Millionen € in den Campus Niederrad der Kliniken der Johann Wolfgang Goethe-Universität investiert. Das ist wirklich ein Erfolg unserer Landesregierung und besonders des Ministers für Wissenschaft und Kunst Rhein. Die Landesregierung, ja, es sind so viele Minister daran beteiligt, die auch hier gelobt werden, berechtigterweise. Da kann man dann vielleicht mit dem Beifall nicht immer mitkommen. Aber Sie können jetzt noch einmal applaudieren. Das ist ein Erfolg der gesamten Landesregierung, was wir in die Krankenhäuser und insbesondere in die Universitätskliniken hier investiert haben. Ja. Schade. Die Landesregierung und die Regierungsfraktion werden sich auch weiter an der Diskussion beteiligen, wie die laufenden Kosten der Patientenversorgung in den Universitätskliniken verbessert werden können. Angesichts des Mehraufwandes wegen Forschung, Lehre und der Schwere der Krankheitsfälle benötigt die Hochschulmedizin neben der dualen Finanzierung durch die Bundesländer und die Krankenkassen eine dritte Säule der Finanzierung. Dies bedarf freundschaftlicher Gespräche mit der Bundesebene. Die werden wir auch führen, auch wenn die Gesprächspartner der eigenen Partei angehören. So werden wir uns dieses Themas auch weiterhin annehmen. Wir werden die Landesregierung weiter unterstützen, die Förderung der Investitionen der Klinikgebäude fortzusetzen und auszubauen, auf Bundesebene die Fallpauschalen so zu dynamisieren, dass der Personalbedarf gedeckt und finanziert werden kann und nicht zuletzt Ansehen und Qualifikation von Pflegeberufen zu verbessern, um mehr Menschen für diese Ausbildung zu motivieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Kollegin Dr. Sommer, SPD-Fraktion. Frau
Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst erst einmal herzlichen Dank an alle Tätigen im Krankenhaus. Danke auch an Marjana Schott und ihre Fraktion, die das Thema zum Setzpunkt gemacht haben. Herr Dr. Bartelt, Sie haben vom Trump-Effekt gesprochen. Wenn ich mir so Ihren Einstieg in Ihre Rede anschaue, frage ich mich, ob Sie auftrumpen. Wenn man sich Punkt Nummer 1, Sie sprachen ja davon, dass das Geld nicht fehle. Punkt Nummer 1 beschreibt aber etwas anderes. Punkt Nummer 1 des Antrags heißt, Geld fehlt an der richtigen Stelle. Und spricht man mit Gesundheitsexperten, wird immer wieder erläutert, dass derzeit enge finanzielle Pässe da sind und wenig Ressourcen zur Verfügung stehen. Und in der Presse kann man lesen, 14% der deutschen Krankenhäuser gelten als akut von Insolvenz bedroht, meine Damen und Herren. Und Grund sei, dass die öffentliche Hand weniger Geld zahle und Fallpauschalen oftmals die tatsächlichen Kosten nicht decken. Zunehmende Ökonomisierung birgt die Gefahr, dass gewinnbringende Untersuchungen und auch Operationen veranlasst werden, um Fallpauschalen optimal auszunutzen. Es darf aber nicht sein, dass Operieren als verlockend empfunden wird und aus ökonomischen Gründen medizinisch nicht indizierte Maßnahmen, also unnötige Therapien, so wie beispielsweise die bekannten Knie-OPs, gemacht werden, weil sie aufwendiger sind und finanziell dann besser entlohnt werden. Im Mittelpunkt steht, und daran möchte ich erinnern, wie im Genfer Gelöbnis des Weltärztebundes festgeschrieben, dass die Gesundheit der Patienten oberstes Gebot des ärztlichen Handels sein soll. Die zunehmende Ökonomisierung darf nicht zur Bedrohung für die körperliche Unversehrtheit der Patienten werden. Falsche Anreize, meine Damen und Herren, müssen nivelliert werden. Und Fallpauschalen, also das DRG-System, das ein lernendes System ist, muss weiterentwickelt werden. Außerdem wollen wir, dass gesteuert wird. Wir wollen keine Zuschüsse per Gießkanne, sondern eine Steuerung von Geldern und Unterstützung, sodass in Hessen nirgendwo weder eine Unterversorgung noch eine Überversorgung vorhanden ist. Denn das, meine Damen und Herren, ist Daseinsvorsorge. Auch eine gesonderte Krankenhausplanung wird von uns sowie von den Experten gefordert. Pauschalierungen sind hier ein Irrweg, die jede Steuerung unmöglich machen. Krankenhäuser sind keine Gewerbebetriebe im Wettbewerb, sondern sollen die optimale Versorgung sichern. Dazu muss man sich abstimmen und nicht gegeneinander arbeiten. Zu Punkt 2, Personalmangel, Arbeitsbedingungen und Folgende, kann ich für die SPD im Hessischen Landtag sagen, dass wir uns seit eh und je für eine gute Patientenversorgung durch gute und sichere Arbeitsbedingungen im Krankenhaus einsetzen. Personalabbau der Beschäftigten. Personalabbau, der die Beschäftigten überfordert und damit Patienten gefährdet, lehnen wir entschieden ab. In den letzten Jahren beobachten wir aber zunehmend einen gefährlichen Personalabbau, insbesondere im Bereich der Pflege. Weil die Steuerung nur über ökonomischen Wettbewerb erfolgt, wird im Blindflug Personal abgebaut. So ist in den letzten Jahren die Zahl der Vollzeitkräfte gesunken. In unseren Krankenhäusern aber nimmt die Zahl der Behandlungen zu. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes kommen auf immer mehr Patienten in den deutschen Krankenhäusern immer weniger Pflegekräfte. Dazu kommt die Verkürzung der Liegezeiten. Das führt zu einer weiteren Arbeitsverdichtung. Auch arbeiten die Pflegefachkräfte meist über ihr vereinbartes Pensum hinaus. Das zeigt eine Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes. Und oftmals sind auch die Überstunden, die Frau Marjana Schott schon genannt hat, ein großes Problem. Untersuchungen weisen darauf hin, dass die Mortalität in Krankenhäusern mit besonders wenig Pflegekräften höher ist als in gut ausgestatteten Kliniken. Und Personalstärke, meine Damen und Herren, hat immer mit Qualität zu tun.
Patientensicherheit ist wichtig. Und gerade deswegen sollte doch kein Personal abgebaut werden. Hier darf nicht gespart werden, denn dann spart man an der falschen Stelle. Gute Versorgung bedeutet für Sozialdemokraten aber auch, dass Menschen in Not nicht nur technisch gut, sondern auch mit menschlicher Zuwendung behandelt werden. Wenn in einem der reichsten Länder Patienten regelmäßig beklagen, dass niemand Zeit hat, mal einen Moment zuzuhören, einen Moment mal Zuwendung zu geben, ist das eine Schmach. Die Zeit, sich um Angst und Schmerz zu kümmern, muss im Krankenhaus vorhanden sein. Auch das ist Qualität der Versorgung, meine Damen und Herren. Wettbewerb sichert hier keine gute Versorgung, sondern gefährdet die durch wirtschaftlichen Druck, vor allem auch dann, wenn Personalabbau in den Krankenhäusern immer weiter voranschreitet. Deshalb braucht es klare Regeln, wie wir sie ja für den Krankenhausbereich schon kennen. Ich erinnere an die Hygieneverordnung, an Medizingeräteverordnung und so weiter. Klare Regeln brauchen wir deshalb auch für das Personal, gerade weil es der größte Ausgabenfaktor ist. Herr Dr. Bartelt, Sie haben darauf hingewiesen, es sind 60%. Das ist eine ganze Menge. Und da entsteht ein großer wirtschaftlicher Druck, und da wird dann natürlich als Erstes abgebaut. Deswegen brauchen wir klare Standards, die sicherstellen, dass an guten Krankenhäusern gutes Personal aller Berufsgruppen in hinreichender Zahl vorhanden ist. Deswegen fordern wir erneut und werden dieser Forderung auch nicht müde, Personalmindeststandards. Sie erinnern sich sicherlich an unsere Gesetzeseinbringung 2013 und 2015 mit der Vorgabe von verbindlichen Personalmindeststandards. Und diese Gesetzentwürfe werden in der Expertise, beispielsweise von Simon, als Meilenstein bezeichnet. Und wir halten daran fest, wir wollen eine Vorgabe verbindlicher Mindestpersonalzahl. Wir wollen die Differenzierung der Mindestpersonalzahl, insbesondere nach Berufsgruppen, Qualifikation, Erkrankungsschwere und Art der Station, sowie die Vorgabe als Verfahren zur Berechnung des vorzuhaltenden Personals. Meine Damen und Herren, die Beschäftigten im Gesundheitswesen wollen alle gute Arbeit leisten. Gute Pflege ist harte Arbeit, körperlich und auch oft seelisch. Sie verdient unseren Respekt und unser aller Anerkennung. Angesichts des demografischen Wandels und des damit steigenden Bedarfs an Beschäftigten im Gesundheitswesen, insbesondere im Bereich der Pflege, muss die Attraktivität des Berufs gesteigert werden. Dabei geht es vor allen Dingen um Arbeitsbedingungen, die Einhaltung von Arbeitsrecht, Arbeitsschutz und Arbeitszeit. Marianna Schott sagte schon etwas zu den Pausenregelungen. Und natürlich auch um eine gute Bezahlung, von der man nämlich leben kann. Es geht insgesamt um die Aufwertung von sozialen Berufen, um die verbesserte Gleichstellung und Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber auch um eine verbesserte Wertschätzung und Anerkennung für solche verantwortungsvollen Tätigkeiten. Meine Damen und Herren, die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung ist eine der wichtigsten öffentlichen Aufgaben. Deswegen möchte ich es noch einmal auf den Punkt bringen. Die Vorhaltung einer ausreichenden und bedarfsgerechteten Krankenhausversorgung der Bevölkerung ist Teil der staatlichen Daseinsfürsorge und gehört zu den Kernaufgaben der Länder. Im Vordergrund staatlicher Krankenhauspolitik muss der Grundgedanke stehen, dass zum Schutz der Patienten der Schutz der Krankenhausmitarbeiter vor Überforderung und klare Regeln zur Qualitätssicherung notwendig sind. Deswegen ist sicherzustellen, dass in Krankenhäusern ausreichend und natürlich auch gut ausgebildetes Personal vorhanden ist. Um dies zu gewährleisten, sind gesetzliche Mindeststandards für die Personalbemessung erforderlich. Deswegen fordern wir weiterhin die Einführung verbindlicher gesetzlicher Personalmindeststandards für Krankenhäuser, damit eine Patientengefährdung durch Personalmangel oder Überforderung ausgeschlossen ist. Wir fordern Arbeitsschutzrecht und Arbeitsschutzzeitrecht in Krankenhäusern, dass diese konsequent eingehalten werden müssen, denn sie dienen sowohl den Beschäftigten wie den Patienten. Gute Arbeit verdient guten Lohn,
Deswegen darf sich Lohndumping im Krankenhaus nicht lohnen. Und Versorgung, Qualität und Sicherheit müssen für alle Krankenhäuser transparent und nachvollziehbar sein. Last but not least geht es auch um die Berechnung der Fallpauschalen. Die muss so gestaltet sein, dass sie den oben genannten die zuvor genannten Anforderungen genügt. Dabei müssen aber auch regionale Besonderheiten berücksichtigt werden. Für Sozialdemokraten, meine Damen und Herren, hat die gute Versorgung von kranken Menschen Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen. Kollegin Sommer, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Ja, letzter Satz. Dennoch muss die gesundheitliche Versorgung bezahlbar sein, sodass es intelligente Lösungen braucht. Herr Grüttner, steuern Sie, machen Sie Ihre Hausaufgaben auf Landesebene weiter. Wir unterstützen Sie gerne, denn eine gute Versorgung ist wichtig und unerlässlich. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Rentsch, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Kollegin Dr. Sommer, Sie haben das sehr charmant gemacht. Also ich muss zugeben, in Ihre Sprechstunde kommt sicherlich jeder gerne. Allerdings fiel auf, dass ich es zwar charmanter verpackt habe, aber sonst, wenn ich das richtig gehört habe, kam es mir vor wie eine Rede vom Kollegen Dr. Spies, wenn ich das sagen darf. Und den haben wir ja sehr geschätzt in diesem Haus, auch gemocht. Wir haben ihn dann deshalb, weil wir ihn kaum entbehren konnten, nach Marburg als Oberbürgermeister entsendet. Jetzt setzen Sie das fort. Ich kenne auch Leute, die mitgemacht haben bei der Oberbürgermeisterwahl, so will ich es mal formulieren. Insofern will ich feststellen, und deswegen ist das ja ein ganz amüsanter Punkt, aber er betrifft natürlich ein ernstes Thema, die Frage, wie sind unsere Krankenhäuser ausgestattet, wie ist die Qualität unserer Medizin. Ich will zuerst feststellen, Frau Dr. Sommer, Sie sind ja auch ein Teil dieses Medizinsystems, was wir haben, und ich glaube, ein sehr gutes Medizinsystem. Nichtsdestotrotz vieler Diskussionen, die wir hier führen, ist das System, das wir in Deutschland haben, eines mit der höchsten Qualität weltweit. Und darauf können wir Gott sei Dank stolz sein, dass die medizinische Versorgung in Deutschland so ist. Man hat manchmal das Gefühl, wenn man solche Debatten und auch die Worte, die Frau Schott hier an uns gerichtet hat, verfolgt, dass wir eine Diskussion haben, Kollege Bartelt hat es gesagt, als ob wir in den USA sind, nach dem Motto, wir müssen hier über die Frage diskutieren, ob Leute überhaupt Zugang zum System haben, ob es Qualitätsprobleme gibt. Natürlich werden wir bei jeder Diskussion auch über Probleme diskutieren müssen. Jeder von uns hat das wahrscheinlich schon selber erfahren, dass nicht immer alles glücklich läuft. Und natürlich sind gerade Fehler in einem System, wo es um Leib und Leben geht, mit hoher Sorgfalt zu bekämpfen. Ich glaube, das tun wir auch hier in den Debatten. Aber, Frau Kollegin Schott, es ist jetzt nicht gerade eine Meisterleistung, einen Antrag, den die SPD hier schon fünfmal gestellt hat, der fünfmal abgelehnt worden ist, hier erneut zu stellen und als Programm der LINKEN zu verkaufen. Das ist jetzt kein großer parlamentarischer Fortschritt, den wir heute hier erlebt haben. Ich will auch offen sagen, dass das, was Sie als Diktion verwenden, gefährliche Pflege, wenn man sich die Zahlen einmal durchliest, was Sie da aufgeschrieben haben, dass wir vorsichtig sein sollten, wenn man solche Begriffe verwendet. Weil ehrlicherweise, das ist ja zu Recht gesagt worden, geht es bei der Frage, wie wir unsere Gesundheitsversorgung in Deutschland organisieren, auch stark um Vertrauen. Und das, was angesprochen worden ist, ist ja unbestreitbar. Wir kämpfen darum, dass Menschen bereit sind, in der Pflege zu arbeiten. Wenn man die Rede von Frau Schott heute verfolgt hat, würde ich wahrscheinlich jedem raten, der das gehört hat, nicht in die Pflege zu gehen. Gott sei Dank sieht die Realität an vielen Stellen anders aus. Und ich glaube, das Schwarzmalen, Frau Schott, und die berechtigten parteigebundenen Interessen von Verdi, die die Kollegen von Verdi dort haben, weil sie eigene spezielle Interessen verfolgen, sind völlig in Ordnung. Aber es ist nicht so, dass der Hessische Landtag sich alle Positionen hier zu eigen machen muss. Frau Wissler guckt schon wieder, das ist die Vorstufe zu einem aggressiven Zwischenruf. Lassen Sie es lieber, Frau Wissler, ich bin heute nicht auf Krawall gebürstet. Ich habe es gesehen. Wenn man so lange mit jemandem im Parlament sitzt, sieht man doch schon, was er vorhat. Und ich wollte einfach, Frau Wissler, ja, aber ich bin trotzdem schon 15 Jahre hier. Ich weiß, es ist erschütternd. Ich stelle das gelegentlich selber fest. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht abrutschen, aber dass der Kollege Al-Wazir, der schon 25 Jahre hier sitzt, das sagt, also das finde ich jetzt sehr erstaunlich, Herr Al-Wazir.
Also, ehrlicherweise. Ja. 22 sieht aber aus wie 25, darauf können wir uns einigen. So, zurück zum Thema. Das, Frau Schott, was Sie hier angesprochen haben, wird uns kein Stück weiterhelfen. Und das, was wir von den Krankenhäusern und den Spezialisten wissen, ist, dass eben eine starre Personalvorgabe absolut untauglich ist, um auf die verschiedenen Bedürfnisse sofort einzugehen. Und ehrlicherweise, ich habe schon in relativ vielen Krankenhäusern Gespräche mit Klinikdirektoren, mit Ärzten, aber auch mit Pflegepersonal geführt. Und ehrlicherweise, ja, ich bin bei Ihnen bei der Frage, dass viele darüber sich beschweren, es sind zu wenig Leute da. Aber ich habe auch schon von vielen Fachleuten bei der Diskussion um die Frage, ob eine starre Personalvorgabe die richtige Antwort ist, gehört, nein, wir brauchen zwar mehr Personal, aber es muss weiterhin flexibel eingesetzt werden können, meine Damen und Herren. Und das, glaube ich, sollte dann auch heute das Thema sein. Wir haben uns mal selber kundig gemacht, auch bei den Fragen, die da abgefragt worden sind. Wenn man sich z.B. mal das Uniklinikum Frankfurt anschaut, eine unserer wirklich herausragenden Kliniken, auch in der medizinischen Qualität, stellt man eben fest, dass der Versorgungsgrad ein sogar sehr guter ist und dass bei der Frage dessen, was die sich wünschen, bestimmt nicht die Antwort ist, wir brauchen weniger Flexibilität, sondern wir brauchen mehr Flexibilität in der Versorgung und in den Strukturen. Und insofern sollten wir auch alles dafür tun, dass es in diese Richtung geht. Ich finde, wir können darüber streiten, Stefan Grüttner weiß das als Gesundheitsminister, Sie können darüber streiten über die Frage, was können wir tun, damit im Ausgleich zwischen ambulanten und stationären Systemen wir zu, sagen wir mal, Positionen und Strukturen kommen, die fair sind, dass der stationäre Sektor in Deutschland der ist, der die meisten Kosten absorbiert. Das ist, glaube ich, auch unstreitig. Aber ich sage auch einmal sehr selbstkritisch, wir haben ja alle schon versucht, die Diskussion zu führen, dass wir die stationäre Überversorgung beispielsweise im Rhein-Main-Gebiet versuchen wollen, anzugehen. Der Bund hat mit einem Gesetz es versucht, über Qualitätsstandards zu kommen. Ich halte das übrigens nicht für falsch, was dort gemacht worden ist. Ich glaube, das ist eine richtige Grundstruktur, Qualitätsstandards festzulegen und dann zu sagen, die Häuser, die diese Standards erfüllen, sind die richtigen. Andere, die das nicht erfüllen, müssen möglicherweise dann noch Platz machen für mehr Qualität. Aber klar ist doch auch bei stationärer Überversorgung, wie schwierig es ist, über den Standort eines Krankenhauses vor Ort zu diskutieren in einem kleinen Ort. Auch das hat schon jeder von uns erlebt. Das ist an vielen Stellen ein Politikum besonderer Art, wenn es um die Gesundheitsversorgung vor Ort geht. Und deshalb, Frau Schott, ich glaube, dass wir nicht drum herum kommen werden bei der Frage, wie wir den Pflegemangel im Gesundheitssystem angehen können, eher den umgekehrten Weg zu gehen. Wir müssen Werbung für unser System machen. Das, was Herr Grüttner, aber auch andere ja versucht haben, Personen aus anderen Ländern dazu zu motivieren, in Hessen und Deutschland bei uns vor Ort in der Pflege aktiv zu werden, weil es wirklich sichere, gut bezahlte Berufe sind, die etwas Gutes tun. Ich glaube, es ist ein richtiger Weg. Na ja, gut bezahlt, wissen Sie, wenn ich sehe, wo die Leute herkommen, die wir zum Teil dort anwerben konnten, und das ist ja ein großer Erfolg, dass die dann zu uns kommen, und wenn man sieht, was die in ihren Heimatländern verdient haben, glaube ich, ist es an vielen Stellen für die keine Niederlage, sondern eine Verbesserung ihrer persönlichen Situation. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Dass wir uns immer wünschen gemeinsam, dass die Menschen mehr verdienen, ist, glaube ich, auch unstreitig. Aber Fakt ist nun einmal, dass diese Fragen, und deshalb da sind Sie doch ganz nah bei Verdi, nicht Sache des Hessischen Landtags sind, sondern Sache der Tarifparteien, das auszuhandeln, was dort verdient wird. Manchmal hat man ja das Gefühl, die Gewerkschaften oder die Linke möchte die Gewerkschaften durch den Staat ersetzen. Da fragt man sich, warum sie so intensiv mit denen zusammenarbeiten. Entweder es gibt Tariffreiheit, die Gewerkschaften verhandeln in Deutschland die Löhne, oder der Staat setzt sie fest. Ich glaube, die zweite Variante ist definitiv nicht die bessere in dieser Frage. Und deshalb abschließend, ich glaube, habe das Gefühl, der Antrag wird keine Mehrheit bekommen. Grüße an den Kollegen Spies. Er wird im Gedanken sicherlich bei uns sein in dieser Debatte. Wir vermissen ihn auch ein bisschen, das darf ich sagen. Die Gesundheitspolitiker haben intensiv und gut mit ihm zusammengearbeitet. Trotzdem, an diesem Punkt ist er zu Recht immer gescheitert, und das wird auch so bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Bocklet für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! DIE LINKE macht heute die Situation, die gesundheitliche Versorgung in Krankenhäusern zum Thema. Ich finde, es bedarf zunächst noch einmal einer Feststellung, dass wir tatsächlich in Hessen ein flächendeckendes Netz von qualitativ hochwertigen Krankenhäusern haben. Wir haben 127 Plankrankenhäuser, und ich weiß, einige sind defizitär, aber wir haben eine gute medizinische Versorgung. Ich finde auch, wir sollten
darauf achten, verantwortlich damit umgehen, dass wir der Bevölkerung und unseren Menschen, die draußen da zuhören oder mitlesen, auch vermitteln, dass sie jederzeit eine gute medizinische Notfallversorgung oder jederzeit eine gute Versorgung antreffen werden in diesem Land. Doch, das haben wir. Und wer den Eindruck erweckt, wenn er eine Krankheit hat oder einen Notfall hat, dort wäre er nicht gut aufgehoben, der, finde ich, reagiert unverantwortlich. Ich finde, wir haben wirklich ein sehr gutes medizinisches Netz in Hessen. Wenn man das feststellt, ist man nicht davon frei, natürlich, sich der Frage zu stellen, gibt es nicht noch Sachen, die deutlich besser werden können? Und auch ja, das ist richtig. Ich möchte aber zunächst noch einmal sagen, was ist eigentlich an Ihren Forderungen und Ihrem Vortrag oder auch Sie, Frau Dr. Sommer, in Ihrem Vortrag, was ist eigentlich das, was man Landespolitik nennen könnte? Und ich möchte das noch einmal herausarbeiten, dass ich schätze jetzt mal von 10 Forderungen eigentlich 8 bundespolitisch sind. Und die zwei, die wir hier bearbeiten können, ich sage es Ihnen gerne, das eine ist nämlich die Frage der Investitionszuschüsse an Krankenhäuser. Dann darf ich noch einmal in Erinnerung rufen, dass das Land jährlich 250 Millionen € in einer Pauschale an die Krankenhäuser auszahlt. Und dass sie darüber hinaus ein Sonderprogramm aufgelegt hatte 2015 über 120 Millionen €. Und dass wir im KIP, Kommunalen Investitionsprogramm, noch einmal 77 Millionen € für hessische Krankenhäuser ausschütten werden. Das sind doch alles, Herr Minister wird mich noch ergänzen, wenn es noch mehr ist. Aber 250 Millionen, 120 Millionen im Sonderprogramm, 77 im KIP. Das ist doch kein Pappenstiel, das ist doch eine hervorragende Leistung. Und deswegen ist Hessen in der Bundesspitze, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hessen ist in der Bundesspitze bei den Investitionen. Und das ist, was Hessen tun kann. Und wenn ich überlege, was wir noch tun können, dann ist es das, wie man tatsächlich einen Versorgungsatlas, so wie wir in der Koalition festgeschrieben haben, wie wir gucken, wie kann man es uns noch besser gelingen, gerade im ländlichen Raum, noch besser die Sektoren stationär und ambulant miteinander zu verzahnen. Deswegen haben wir verabredet, dass wir uns genau die lokale Versorgung anschauen werden, was ist wo zu tun, wo müssen wir noch stärker auf die KV oder die Krankenhäuser oder die Krankenkassen zugehen, damit wir auch keinen defizitären Zustand in bestimmten Regionen haben. Das tun wir in Hessen. So, und jetzt, Frau Dr. Sommer, ich habe mir sagen lassen, Sie sind keine Medizinerin, weil ich glaube, der Kollege Rentsch glaubt, Sie seien Medizinerin. Frau Dr. Sommer, Sie sprechen kurz, kann ich Sie kurz stören? Ich wollte nur darauf hinweisen, Teile Ihrer Rede kamen mir vor wie die der Bundestagsfraktion der GRÜNEN. Wir haben nämlich, als das Krankenhausgesetz verabschiedet, haben die GRÜNEN im Bundestag kritisiert, dass man bei den Investitionen durchaus mehr hätte sich wünschen können, dass die Bundesländer nicht komplett allein dabei gelassen werden, wenn die Investitionsstau aufgelöst wird. Da hat der grüne Bundestagsabgeordnete Terpe unter anderem festgestellt, da hätte man deutlich mehr tun können. Die Grünen haben auch festgestellt, dass man bei der ehemaligen PPR, die Pflegepersonalregelung, die es mal einst gab und die dann abgeschafft wurde, dass man so etwas auf Bundesebene auch wieder hätte einführen können. Auch das hat der grüne Bundestagsabgeordnete kritisiert. Und es gab noch andere Kritikpunkte, dass z. B. die Pflegezuschläge, die jetzt ja kommen, und das Pflegestellenförderprogramm, das ja auf Bundesebene kommt, was ja gut ist, was auch nicht als auskömmlich bezeichnet wurde, wenn das der grüne Bundestagsabgeordnete sagt, dann verstehe ich es. Aber sagen Sie, Frau Dr. Sommer, kennen Sie Prof. Dr. Karl Lauterbach? Und wenn ich mich richtig erinnere und wenn ich jetzt die Zitate bringe, wie der Prof. Dr. Karl Lauterbach in Klammern SPD auf Bundesebene in der Bundesregierung in Klammern SPD und CDU dieses Krankenhausgesetz verabschiedet haben und die Investitionen eben zu wenig bedacht haben und diese Personalbemessungsgrenze nicht bedacht haben, dann frage ich mich, verhauen Sie Ihren eigenen sozialdemokratischen gesundheitspolitischen Sprecher? Bringen wir das doch einfach noch einmal in Erinnerung. Sie regieren auf Bundesebene mit und viel von dem, was Sie hier kritisieren, Herr Schäfer-Gümbel und Frau Dr. Sommer, viel von dem, was Sie hier kritisieren, hätten Sie vor einem Jahr in diesem Krankenhausstrukturreformgesetz beseitigen können. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie sich eigentlich selbst gerade abwatschen, meine sehr verehrten Damen und Herren? Meinen Sie damit, also der Zwischenruf des Abgeordneten Schäfer-Gümbel sagt, wer ist denn dafür zuständig? Ich glaube, die
Ich bin zuständig. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass es die Bundesregierung ist für Bundesgesetze und dass der Dr. Gröhe der zuständige Bundesgesundheitsminister ist und dass er gemeinsam mit den Koalitionsfraktionen von SPD und CDU ein Gesetz auflegt, der genau diese Fragen Investitionen mitbedacht haben, Personalbemessungsgrenzen mitbedacht haben, eben anders entschieden hat. Es gibt eine Menge gute Sachen, die in dem Gesetz stehen. Aber das, was Sie hier als SPD vortragen, hat Ihr eigener SPD-Koalitionspartner auf Bundesebene mit abgesegnet. Und ich finde, das muss man dann auch mal gutieren, weil Sie sind zwar die hessische SPD, aber Sie sind nicht völlig losgelöst von der Bundes-SPD. Ich weiß, auch der Kollege Merz, ich höre Sie gerne. Okay. Ja, ich weiß, Sie können da gerne darauf zurückkommen. Ich finde es nur spannend, man hat ganz oft hier die Situation, auch bei der Afghanistan-Debatte ist es ja ähnlich. Man hat ja den Eindruck, Sie haben mit der Bundesregierung gar nichts zu tun. Aber Sie können gerne das benutzen, bevor Sie. Ich rede hier als Grüner, und ich kann nur feststellen, dass die SPD hier Anträge einbringt zu Afghanistan, zur Bundesgesundheitsgesetzgebung, die sie selbst mit beschlossen hat, und sich dann so also hinstellt, als ob sie hier nichts damit zu tun haben. Das kann man Ihnen so nicht durchgehen lassen, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, kann man doch mal benennen. Da kann man ja mal benennen, und vielleicht ist ja nach der Bundestagswahl die Situation eine andere, Herr Merz. Vielleicht regieren dann wir Grüne, dann können Sie uns ja diesen Vorwurf vielleicht machen und sagen, hier in Hessen machen Sie alles anders. Können wir ja mal sehen. Ich finde, dass es in der Tat ein Kritikpunkt bleibt, dass trotz des Pflegestellenförderprogramms, um noch einmal zur Sache zurückzukommen, trotz des Pflegestellenförderprogramms und einem Pflegezuschlag, der immerhin ein Finanzgewicht von 2 Milliarden € haben wird am Ende, ich finde, dass da richtige Schritte begangen werden auf Bundesebene, keine Frage. Ich glaube, dass es natürlich die beschriebenen Probleme nach wie vor in der Pflege gibt, vor allem zu wenig Pflegepersonal. Deswegen halte ich die Zustandsbeschreibung nicht für völlig falsch. Ich glaube, dass man da mehr tun muss. Ich glaube, dass die richtige Stellschraube auf Bundesebene tatsächlich wäre, darüber noch einmal nachzudenken. Wir haben also bei den Kritikpunkten, die wir uns auch in Hessen wünschen würden, dass die finanzielle Ausstattung der Investitionsfinanzierung für Krankenhäuser besser wäre, dass wir über die Personalstandards noch einmal bundesweit besser reden müssten und dass wir auch noch mehr Kreativität gefördert bekommen, wenn es darum geht, sektorenübergreifende Lösungen zu finden. Also wenn sich Krankenhäuser trauen, mit Ambulanten oder Ambulante mit Krankenhäusern gemeinsam zu kooperieren, dass das noch stärker vereinfacht wird. Das finde ich sind konstruktive Vorschläge. Dagegen ist eigentlich nichts einzuwenden, wenn man das fordert. Das heißt auch nicht, dass das Krankenhausgesetz auf Bundesebene alles falsch gemacht hat. Ich will nur sagen, dass es auch einen Strukturfonds gibt für den Abbau von Überkapazitäten von 500 Millionen €. Das ist sehr, sehr lobenswert. Genauso, dass die Tarifsteigerungen zukünftig hälftig von den Krankenkassen mitgetragen werden, dass auch die Notfallambulanzen in Krankenhäusern finanziell besser gestellt werden. Das sind alles positive Akzente, die die Bundesregierung gesetzt hat. Aber wenn man einen Tagesordnungspunkt aufruft, indem man sagt, Investitionen und Pflege muss deutlich besser werden, als Landespartei von der Linken erwartet man das nicht, die reagiert nicht im Bund, aber wenn man dann als Bundesregierungspartei das mitspielt und die Rede hält, als ob man in der Opposition in Berlin sitzt, dann kann man das so nicht durchgehen lassen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Grüttner. Bitte schön, Herr Minister, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Gestern, zumindest Vormittag, wäre eine Möglichkeit gewesen, wenn man Dispens von Fraktionssitzungen bekommen hätte. Aber auch gestern Nachmittag und heute ist der Zukunftskongress Rhein-Main, der sich zwei Tage lang mit den Herausforderungen, die das bundesdeutsche Gesundheitswesen mit sich bringt, beschäftigt. Vielleicht wäre es ab und zu einmal gut, auch so einen Kongress zu besuchen und einfach einmal Meinungen mitzunehmen, Diskussionen mitzuverfolgen, um zu sehen, was dort gesprochen wird. Und nur um an einem Punkt anzufangen, das ist der erste Punkt. Unisono ist gestern von allen Beteiligten aus den unterschiedlichsten Bereichen gesagt worden. Das bundesdeutsche Gesundheitssystem ist eines der besten in der Welt. Es gibt nichts, was nicht noch besser werden kann. Aber im Verhältnis zu anderen Ländern können wir stolz auf unser Gesundheitssystem sein. Das ist das eine, was gestern gesagt wurde. Und das Zweite, es sind über viele dieser Fragen, die eben auch angesprochen worden sind, diskutiert worden.
Und es ist in der Tat ja wirklich so. Ich weiß ja, dass es auch Abgeordnete, die dem Hessischen Landtag mal angehört haben und jetzt eine wichtige kommunale Funktion innehaben, solche Kongresse besucht haben. Im Ergebnis eines solchen Besuches hat man nicht von seiner Meinung abgewichen. Das kann auch an selektiver Wahrnehmung gelegen haben. Das möchte ich damit nicht sagen. Aber es wurde, und das ist genau das Gleiche wie in dem Antrag, immer nur das behauptet, von dem man meinte, es würde in das Weltbild passen. Also, wir reden ja vielmals über alternative Fakten. Also, ich weiß nicht, an welchen Stellen ich mich da immer daran wieder gewöhnen muss in solchen Debatten, dass diese nicht immer von richtiger Sachkenntnis bestückt sind. Und deswegen will ich an ein paar Stellen ein paar Punkte sagen, die vielleicht zur Aufklärung beitragen könnten. Die Fragestellung, wie sieht es mit den DRGs aus und was ist denn die Ergebnisse oder Veränderungen von DRGs oder die Alternative? Die Alternative zu DRGs wäre schlicht und einfach ein Vollversorgungssystem mit einer vollständigen Kostendeckung. Man bekommt das erstattet, was man ausgibt. Dieses würde Stillstand und Stillstand-Rückschritt bedeuten, weil es keine Notwendigkeit zur Prozessoptimierung, zur Verbesserung, zum Behaupten auch in einem System, in dem wettbewerbliche Elemente durchaus vernünftig sind, führen würde. Und das würde bedeuten letztendlich einen Rückgang der gesundheitlichen Versorgung. Und gerade mit den DRGs, und die haben sich auch nach Auffassung aller am Gesundheitswesen Beteiligten, mit Ausnahme der LINKEN, dafür gesorgt, dass eine größere Transparenz in das Gesundheitswesen hineingekommen ist und genau das vermieden wird, auch im Übrigen durch das Krankenhausstrukturgesetz, was Frau Dr. Sommer wieder wie ein Menetekel, das ist Spieß lässt grüßen, in der Tat hier an die Wand gemalt hat, dass es Rosinenpickerei geben würde, dass es Mengenausweitungen geben würde und vieles andere mehr. Das haben wir mit dem Krankenhausstrukturgesetz vollkommen verändert, indem wir nämlich die Fixkostendegressionsabschläge abgeschafft haben. Und wenn Sie sich die hessischen Situationen mal anschauen, in der Zwischenzeit sind die Preissteigerungen identisch mit der Landesbasisfallwert. Und das bedeutet, das, was früher das sogenannte Hamsterrad gewesen ist, mehr Menge, um letztendlich Kostendeckungen zu generieren, abgeschafft worden ist. Man kann auch normal arbeiten, ohne dass Menge gesteigert wird. Das gehört der Vergangenheit an. Streichen Sie es aus dem Repertoire einer jeglichen Rede, weil es trifft nicht mehr schlicht und einfach der Realität an dieser Stelle. So, und wir müssen uns natürlich schauen, wie wir in manchen Bereichen, sektorenspezifisch innerhalb von Krankenhausversorgung und der gesundheitlichen Versorgung nachsteuern müssen. Eines unserer Hauptprobleme, die wir auch angehen werden, ist nach wie vor die Notaufnahme und die Frage von Notfallversorgung und die Frage der Vergütung der entsprechenden Leistungen, die dort gemacht wird. Und natürlich ist an dieser Stelle relativ klar, wir müssen dort den Kliniken das, was wir im Krankenhausstrukturgesetz angelegt haben, noch weiter entgegenkommen, denn wir 365 Tage, 24 Stunden eine Notfallversorgung aufrechterhalten, hat entsprechende Kosten, und die müssen letztendlich auch refinanziert werden können. Und das, was Hessen anbelangt und was wir versuchen, auch umzusetzen, ist doch ein ganz entscheidender Punkt. Das ist die Fragestellung der Notfallkette, die wir eingeführt haben. Das ist auf der einen Seite, wie machen wir und bilden wir unser Onkologiekonzept weiter, was machen wir mit den Schlaganfallbetroffenen, was machen wir mit dem Traumanetzwerk, das wir in Hessen haben, wie steigern wir Patientensicherheit, entweder durch Ratgeber oder durch Simulationstraining für alle Kinderkliniken in Hessen, damit die dort Beteiligten Notsituationen erkennen können und damit auch umgehen können. Und wir haben, und Herr Bocklet hat das gesagt, im letzten Jahr neben den von ihm schon genannten 250 plus 120 plus 77 Millionen Euro noch einmal 120 Millionen Euro landesbürgte Darlehen bereitgestellt. Und es ist ja schon erstaunlich. Natürlich sagt eine hessische Krankenhausgesellschaft, och, es könnte immer noch ein bisschen mehr sein. Also ich glaube, das gibt es an jeder Stelle. Aber was im Übrigen übrig bleibt, ist, dass die sagen, wir sind sehr zufrieden mit dem, was in Hessen an Investitionsförderungen auf den Weg gebracht worden ist. Und insofern brauchen wir uns dort nicht zu verstecken. Ich bedauere in diesem Umfang schon auch oder in diesem Zusammenhang schon, dass es uns als Länder nicht gelungen ist, einen
committeten Kompromiss zwischen 16 Ländern auf Bundesebene mehrheitsfähig zu machen. Dann hätten wir mehr Investitionskosten bekommen. Das ist von beiden Bundestagsfraktionen abgelehnt worden, die dort die Regierung stellen, weil es nicht im Koalitionsvertrag drin stand. Schlicht und einfach. Gut, das muss man dann halt auch akzeptieren, wenn das der Fall ist. An dieser Stelle haben wir keine Mehrheit. Und dann will ich an der Stelle schon auch noch einmal oder wesentlich auf das Thema Pflege eingehen. Und auch das ist natürlich ein Thema, das man sehr differenziert betrachten werden muss. Ich bin Herrn Kollegen Rentsch sehr dankbar, dass er gesagt hat, wer permanent so über Pflege redet, muss sich nicht wundern, dass Menschen diesen Beruf nicht mehr ergreifen. Und ich kenne genügend Menschen, die in der Zwischenzeit in der Pflege arbeiten und sagen, sie sind diese Diskussion leid, weil dieser Beruf ist ein guter Beruf, er ist sinnstiftend, er hilft, und ich habe überhaupt kein Interesse daran, an dieser Stelle, dass das so schlecht geredet wird. Und dann kommt die Fragestellung, ja, ist das schlecht? Und ist es möglicherweise auch schlecht bezahlt? Ich sage Ihnen jetzt einmal eine Summe, nur damit Sie wissen, in welchem Verhältnis das ist. Die Pflegekräfte, bei den Pflegekräften ist die Ausbildungsvergütung eine der höchsten, die es gibt. Und die Arbeitgeber in Hessen mussten im Schnitt im Jahre 2015 insgesamt 55.315 € pro Pflegekraft aufwenden. Also 55.000 € pro Pflegekraft, das heißt Aufwendungen für Lohn, Bezahlung. Ich weiß nicht, ob man dann unbedingt in der gesamten Breite sehend dann von der Fragestellung eines schlecht bezahlten Berufes sprechen kann. Dass auch dort immer noch mehr sein kann, ist es in Ordnung. Aber es sind 55.315 € pro Pflegekraft im Jahr 2015. Und wer sagt, es würden immer weniger Pflegekräfte werden, der hat auch nicht den Blick auf die Realität. 2010 beispielsweise waren es noch 21.705 Pflegekräfte an hessischen Kliniken. Wir sind in der Zwischenzeit bei 23.562, also 1,8 % mehr, Frau Dr. Sommer, und nicht weniger, als das in der Vergangenheit gewesen ist. Es hat also wieder ein Aufbau stattgefunden. Natürlich sind die Maßnahmen durch die Krankenhausreform, durch das Pflegeförderprogramm und den Pflegezuschlag für die Kliniken, die mehr Pflegepersonal beschäftigen, ein wesentlicher Punkt gewesen, und das wird sich auch fortsetzen. Dabei hat sich auch die Relation bei den Pflegetagen um 12 % verbessert, genau wie das Verhältnis von Betten zu Pflegekräften um 11 % sich verbessert hat, von 1,53 Betten pro Pflegekraft. Nur damit man einfach einmal weiß, über was man redet, bevor man eine Tekel an die Wand malt. Natürlich sind auch Pflegekräfte stark belastet, überhaupt keine Frage. Das liegt aber nicht nur an fehlenden Personalvorgaben. Und dann sind wir in der Tat bei der Studie, die die Landesregierung aber mit Unterstützung aller im Landtag vertretenen Fraktionen auf den Weg gebracht hat, zur Situation der Pflege im hessischen Krankenhaus. Und die hat nun auch eindeutig ergeben, dass die Personalausstattung nur einer der unterschiedlichen Faktoren ist, die Auswirkungen auf die Arbeitssituation der Pflegenden und die Qualität der Krankenhausleistungen haben. Hierzu gehören im gleichen Umfang Organisationsstrukturen, die Kooperation der Berufsgruppen und die Pflegekultur und auch die Wertschätzung dieses Berufs. In der letzten Woche fand im Übrigen als Folge des Krankenhausstrukturgesetzes die Expertenkommission Pflege die letzte Sitzung statt. Sie wissen, Herr Minister, ich muss ja an die Redezeit erinnern. Sie wissen, dort sind die Bundesregierung, das Bundesgesundheits, durch das Bundesgesundheitsminister, die Regierungsfraktionen, aber auch die Pflegeverbände, die Selbstverwaltungskörperschaften, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der GKV-Spitzenverband, Verdi, die Fragestellung von Aktionsbündnis Patientensicherheit, all dieses, der Deutsche Pflegerat, all die sind dort entsprechend vorhanden. Und Grundlage für die Diskussion war ein Gutachten, die von einem Hamburger Professor auf den Weg gebracht worden ist. Und unisono, von Verdi über alle, haben gesagt, internationale Vergleiche, so wie das Gutachten festgestellt hat, sind nicht machbar, weil die Situation in den einzelnen Ländern sich schlicht und einfach unterschiedlich darstellt und man nur in dem eigenen System an dieser Stelle arbeiten kann. Und wir haben an der letzten Woche einen
Ergebnis erzielt, wie wir nach Wegfall des Pflegestellenförderprogramms zum 01.01.2019 die Pflege insbesondere in den pflegesensiblen Bereichen stärken wollen. Das ist bundesgesetzlich notwendig. Und es war eine Einigung wiederum zwischen Ländern, Bundesregierung und Bundestagsfraktionen. Wir werden die jetzt verschriftlichen und nächste Woche unterschreiben. Deswegen will ich gar nicht und kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Aber eines wird auch klar. Es wird noch einmal zusätzlich relativ viel an Geld in die Hand genommen, um insbesondere in den pflegesensitiven Bereichen eine entsprechende Verbesserung vorzunehmen. Und deswegen denke ich, das, was wir in unserer Verantwortung tun können, als Land, machen wir. Da brauchen wir auch keine Aufforderung von Oppositionsfraktionen. Wir machen sogar noch sehr viel mehr. Wir bringen sogar unsere Expertise auf Bundesebene mit ein, und wir haben dort einiges bewegt und im Übrigen witzigerweise sehr groß parteiübergreifend. Und an dieser Stelle danke ich ausdrücklich meiner Kollegin aus Hamburg, die nicht meiner Partei angehört, für eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit und in dem Versuch, die gleichen Ziele zu erreichen, die auch für uns Länder ganz wesentlich und wichtig ist. Und das, was wir nicht machen, ist das, was wir erreicht haben für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, was wir erreicht haben in der Situation der Pflege, was wir erreicht haben in der Situation unserer gesundheitlichen Versorgung, schlecht zu reden. Dafür haben wir überhaupt keinen Grund. Unser Gesundheitssystem ist gut aufgestellt. Vielen Dank, Herr Staatsminister Grüttner. Es hat sich noch einmal Frau Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Frau Kollegin, 5 Minuten. Frau Präsidentin, Herr Minister, meine Damen und Herren! Es geht hier nicht um gut oder schlecht reden, sondern es geht hier darum, Fakten zu benennen und hinzuschauen, wo Dinge sich verändern und verbessern müssen. Die Debatte in Deutschland darüber, wie viele Menschen an multiresistenten Keimen, die sie sich in Krankenhäusern einfangen, sterben, hat eine große Bandbreite, und die Schätzungen gehen weit auseinander. Und da kann man deutlich daran sehen, dass wir, wenn wir nur einen Mittelwert annehmen, von 15.000 Toten pro Jahr ausgehen müssen, die sich im Krankenhaus eine tödliche Infektion holen. Ob sie vorher krank waren oder nicht, spielt dabei nicht die ausschlaggebende Rolle. Wir haben im letzten Jahr einen Freund verloren, der daran gestorben ist. Er ist daran gestorben, weil er mit einem Verdacht in ein Krankenhaus ging, einen Krebsverdacht. Der Patient war am Ende tot. Krebs hatte er nicht. Und das ist leider kein bedauerlicher Einzelfall, sondern das ist eine Gefahr, der die Patientinnen und Patienten in unserem Land, in jedem Krankenhaus und auch in den hessischen Krankenhäusern ständig ausgesetzt sind. Einer Gefahr, die wir ernst nehmen müssen und der wir begegnen können, wenn wir es wollen. Und wenn wir über die Grenze gucken nach Holland, dann wissen wir, dass ein Kriterium, nur eins, es gehören sicher noch andere dazu, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, die Welt ist nicht eindimensional, aber ein Kriterium besteht darin, dass wir in den Niederlanden ein Verhältnis von 7:1 haben. Ich erinnere noch einmal, hier haben wir 13:1. Und es ist doch völlig klar, wenn ich mir die Zeit nehme, Eingangsuntersuchungen zu machen, wenn ich mir Zeit und Raum und das dazu notwendige Geld nehme, erkrankte Patienten zu isolieren und dann auch mit dem entsprechenden Aufwand. Es dauert einfach Zeit, wenn man jemanden isoliert behandelt. Wenn ich mir diese Zeit nehme, kriege ich diese Keime eingedämmt. Wir sehen das an den Ergebnissen, die dort herrschen. Aber das muss ich wollen. Und das heißt, ich muss so viel Personal haben, dass es möglich ist, und ich muss dem Personal die Gelegenheit geben, die notwendigen Hygienemaßnahmen auch durchzuführen. Und daran hängt schlicht und ergreifend das Leben der Menschen in den Krankenhäusern in ganz vielen Fällen. Und das können wir nicht wegreden. Und dann können wir immer wieder sagen, gebetsmühlenartig, Personalstandards verändern hier nichts. Ich habe vorhin das Wort von starren Personalstandards gehört. Das ist doch kompletter Unsinn. Es geht doch nicht um Starrheit. Die Regierung pflegt bei den Kitas immer zu sagen, wir reden von einem Mindeststandard. Wir erwarten von den Kommunen vor Ort, dass der selbstverständlich getoppt wird. Warum können wir das in Krankenhäusern nicht sagen? Warum können wir da nicht sagen, wir erwarten einen Mindeststandard und erwarten, wir setzen einen Mindeststandard und erwarten gleichzeitig, dass der vor Ort getoppt wird. Wir wissen, dass die Situation in den Krankenhäusern besser wird, wenn wir mehr Personal drin haben.
Herr Minister, Sie haben eben gesagt, das Verhältnis der Pflegekräfte zu Betten. Das Verhältnis der Pflegekräfte zu Betten ist völlig irrelevant, weil die Frage ist doch, wie viele Patienten im Laufe eines Jahres liegen in einem Bett, wenn ich 10, 12 oder 14 Tage oder gar länger einen und denselben Patienten im Bett zu liegen habe, bis der auskuriert ist. Dann muss ich mich einmal mit dem Krankenbild beschäftigen. Ich muss mich einmal mit den Eigenarten des Menschen auseinandersetzen. Ich muss einmal schauen, wie ist die Medikamentation und dann natürlich immer die Anpassung. Wenn in derselben Zeit aber zwei, drei oder vier Patienten in demselben Bett liegen, was wir in den letzten Jahren gehabt haben, dann ist die Folge davon auch, dass ich als Pflegekraft zwei, drei oder viermal neu durchstarten muss, was deutlich mehr Arbeit ist. Deswegen ist die Anzahl der Betten irrelevant in dem Verhältnis. Wenn ich mir anschaue, wie die Krankenhäuser hier tatsächlich, wie der Krankenhausplan funktioniert oder eben nicht funktioniert, dann ist auch da Ihre Ansage immer, es kommt, was es kommt, was es kommt, was. Ja, wo bleibt es denn? Jetzt kann man sagen, es ist gut, dass es noch nicht da ist, weil dann könnten Sie nämlich mal ins Saarland gucken, was die da machen und vielleicht, wenn die zu einem guten Ergebnis kommen, davon was übernehmen. Daher wäre es ja vielleicht gar nicht schlecht, dass es noch nicht da ist. Aber eigentlich erwarte ich, dass hier planmäßig Krankenhäuser existieren oder eben nicht existieren und nicht nach dem Zufallsprinzip, nach dem Konkursprinzip oder nach ich weiß nicht welchen Prinzipien, die mir im Dunkeln bleiben. Und Sie sagen, wir reden. Sie sagen, wir reden hier die Pflege schlecht. Nein, wir reden nicht die Pflege schlecht. Wir reden die Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern. Und die muss man nicht schlecht reden, sondern sie sind schlecht. Und das darf man benennen. Das muss man benennen. Das ist unsere Pflicht. Denn nur so kann man Dinge verbessern, wenn man ihnen auch kritisch und selbstkritisch ins Auge schaut und nicht einfach versucht, die Dinge gut zu reden und so zu tun, als ob alles in Ordnung sei und als ob es keine Probleme gäbe. Sprechen Sie mit all den Menschen, die in den letzten Jahren aufgrund von Hygieneverhältnisse, Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Auf Säuglingsstationen ihre Kinder verloren haben, kranke Patienten nach Hause bekommen haben, die kränker waren als da, wo sie reingegangen sind, und Angehörige verloren haben. Und reden Sie mit denen mal. Und reden Sie mit den Pflegekräften, die sagen nämlich, ich würde meinem Kind nicht empfehlen, meinen Beruf zu ergreifen. Das ist nicht mehr zu vertreten. Und das hat etwas mit eben diesen Bedingungen zu tun, die wir hier verändern können und müssen. Herr Minister, will ich mal sprechen. Danke, Frau Kollegin Schott. Für die Landesregierung spricht noch einmal Staatsminister Grüttner. Bitte schön, Herr Minister, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das kann man so nicht stehen lassen. Wer hierher kommt und mit Sicherheit ein Problem beschreibt, was die Fragestellung von multiresistenten Keimen anbelangt, der kann nicht so monokausal diskutieren. Ich war ja an dieser Stelle leicht versucht zu glauben, dass jetzt die Fragestellung kommt, wenn man vergleicht Erkrankungen und Keimen in Holland und in Deutschland, das hätte etwas mit dem flächendeckenden Screening in Holland zu tun. Aber nein, Sie haben nicht mit flächendeckendem Screening, Sie haben gar nicht davon geredet, Sie haben von Pflegerelationen geredet, von gar nichts anderem. Und das Einzige, was wissenschaftlich belegt ist, ist, gegen Keime, und da müssen wir ja auch unterscheiden, MRSA-Keim oder MRGN-Keim, gegen das es noch gar kein Screening gibt und wo die Erkrankungen auch in anderen Ländern zunehmen. Es ist schlicht und einfach eine Fragestellung der Verhütung, jetzt mal jenseits von der Frage von Antibiotika und Einsatz von Antibiotika, es ist eine Frage von Hygiene. Und die Fragestellung von Hygiene hat erst einmal gar nichts mit Personalbesetzung zu tun. Und dann können Sie fragen, es hat gar nichts damit zu tun. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, weil der überwiegende Teil nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht durch das Pflegepersonal, sondern durch das Dienstleistungspersonal übertragen wird. Und deswegen haben wir in Hessen Hygieneschulungsfirmen gemacht, die in jedem Krankenhaus gibt. Wir haben eine Hygieneverordnung, die die schärfste ist von allen Ländern in Deutschland. Wir haben die Studiengänge ausgebaut an den verschiedenen Bereichen, um genau eine solche Antwort auf ein solches Problem zu haben. Aber wer an dieser Stelle sich hier hinstellt und auch wieder in einer Diskussion den Eindruck erweckt, dass Aufenthalt in einem Krankenhaus in Deutschland mehr oder minder mit einem Todesurteil gleichzusetzen ist, weil solche Bedingungen nicht da sind, der hat in diesem Haus nichts verloren, weil er unverantwortlich handelt.
Vielen Dank, Herr Staatsminister Grüttner. Ich stelle fest, es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Debatte. Es wurde vereinbart, dass der Antrag der LINKEN, Drucksache 19/4527, dem SIA überwiesen wird. Dann machen wir das so. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 9, Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Fraktion der SPD betreffend Geltendmachung von Schadenersatz gegenüber Ministerin Puttrich, Berichterstatter des Abg. Kauf. Zur Geschäftsordnung, Herr Kollege Schaus. Frau Präsidentin, ich bitte um Entschuldigung. Mir ist eben erst mitgeteilt worden, ich habe das selbst gar nicht gehört, dass der Herr Minister in Richtung Frau Schott eben den Vorwurf gemacht hat mit der Aussage, wer sowas behauptet, der hätte hier im Hause nichts verloren. Und ich bitte doch, oder nichts zu suchen. So, wenn, ich bitte dazu einen Protokollauszug anzufordern und zu überprüfen, ob diese Aussage tatsächlich gegen eine Abgeordnete hier getroffen wurde. Vielen Dank. Dann machen wir das so. Wir warten dann den Protokollauszug ab. So, können wir weiterverfahren? Okay.